Was bisher geschah? In der letzten Folge wollten wir den Planeten eigentlich wieder verlassen, auf den Atlas uns gelockt hatte. Und gerade als wir ins Weltall geflogen sind, kam ein Hilferuf und wir wollten einer Gruppe von Handelsschiffen helfen gegen eine Gruppe von Piraten. Die waren aber viel zu viele und haben uns am Ende getötet. Unser Zeug zurückzukriegen war jetzt auch gar nicht so schwer. Wir sind einfach in die Fracht wieder reingeflogen und haben es wieder eingesammelt. Jetzt gehen wir nochmal auf den Planeten zurück und gucken uns da nochmal ein bisschen um. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. So, und jetzt sind hier gleich drei Sachen auf einmal, oder was? Ach so, hier sind ganz viele von diesen... Ja, was ist denn hier los, bitte? Wie soll ich denn die alle... Die kann ich alle mitnehmen. Das geht nicht. Ich hab auch keinen Platz dafür. Es ist ja verrückt. Was auch immer das ist, wir können ja nicht mal gucken, wofür man das vielleicht noch braucht. Was ist denn das da? Noch irgendeine Station. Aber hier kann man noch ein Teil kaufen für einen Anzug. Das machen wir mal. Genau. Sowas muss es auch fürs Schiff geben. Aber es kostet schon 90.000, ey. Meine Herren. Da können wir jetzt aber das aus der Kiste mitnehmen. Da können wir schon wenigstens wieder mal eine Sache verkaufen. Mehr Geld. Ja, oder auch nicht. Okay. Aber verlassenes Gebäude. Vielleicht ist da noch was drin. Hier oben ist auch noch was. Was soll das aber? Warum ist das da? Was? Warum fliegt das Zeug? Was soll das? So, aber hier ist was drin. Ja, faszinierende Perle, jawohl. So. Hä? Haben wir das schon entdeckt? Anscheinend. Hä? An irgendeinem anderen Tag schon, oder was? Waren wir hier schon mal drin? Hallo? Oh. Was war denn das? Oh, will das Zeug mich auch aufessen? Geht weg. Oder ist es hier giftig drin? Ist das so? Was macht man denn hier? Ey. War ich hier doch schon? Nee. Ist einfach nur giftig. Und eklig. Was soll das? Ach nee, hier kann man was machen. Hallo. Auffällig, ja. Der Blick in die gelbrote Kugel zwischen den Wolken. Ein riesiges, unverheiltes Auge starrt. Staunt abscheulich. Die Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hatte Angst, dass es mich sehen würde. Aber dann bewegten sich die Wolken und es war verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt real gewesen ist. Vielleicht verstopfen die Pilzreste der letzten Welt, die ich besucht habe, immer noch die Lüftung meines Exanzugs. Und beeinflussen meine Wahrnehmung. Ich habe meinen Filter jetzt schon 6-mal gereinigt, aber ich kann es immer noch spüren. Wiederkehrender Nutzer identifiziert. Terminal jetzt aktiv. Fortsetzung des Datenprotokolls. Okay. Wiederkehrender Nutzer? Das ist ja verdächtig. Der kennt etwas Verschlüsseltes. Er wurde hinterlassen. Okay. Was da drin? Ja. Ja, geil. Dafür bin ich jetzt extra auf den Planeten wieder zurückgekommen. Gut, aber wir haben ja noch hier was gekriegt. Dann sehen wir uns jetzt gleich beim Handelshafen, wenn wir den ganzen Scheiß verkaufen. Also bevor wir jetzt in den Handelshafen gehen, will ich in diese Schiffe rein. Wir haben ja gespeichert vor der Station und ich will jetzt da rein. Wenn die jetzt nicht wieder angegriffen werden, sollte das ja gehen. Hallo, wir sind voll freundlich. Wir wollen einfach nur rein. Und handeln vielleicht. Kann man von vorne rein? Geht es? Gibt es hier einen Eingang? Sieht hier nicht unbedingt so aus. Hallo? Was ist denn da? Okay, nee, da dreht sich nur irgendwas. Da oben, da ist die Handelsbucht bestimmt. Irgend so eine Landebucht für kleinere Schiffe, die nur zur Verteidigung hier sind. Scan? Nö. Okay, wir fliegen ganz langsam. Und jetzt werden wir rausfinden, was passiert, wenn man das tut. Oh. Man prallt ab. Was? Was soll das denn? Ja, okay, das war ja recht unspektakulär. Ich dachte, man kann da rein und dann mit denen reden und irgendwelche coolen Sachen mit denen machen. So ein Blödsinn. Okay. Ja, dann gehen wir einfach zu dem Handelshafen hier.
Weil in der Raumstation waren wir ja schon. Halbe Stunde? Nee, das sehe ich gar nicht ein. So, dann sehen wir uns jetzt, wenn wir da landen. So, mal gucken, ob wir vielleicht auch schon gleich ein Schiff kaufen können. Wenn wir jetzt dieses ganze Zeug verkaufen, kriegen wir bestimmt wieder ordentlich Geld dazu. Hier gibt es keine Kisten zum... Okay, hallo, hallo, hallo. Also nee, wir verkaufen erstmal. Nicht, dass er jetzt noch was schenken will und dann können wir es gar nicht mitnehmen. So, wir gucken aber trotzdem mal wieder, was er hat. Einfach so, Energiegel, na ja, können wir selber. Iridium, Lemium, kennen wir auch noch nicht. Energiespeicher Titan, okay. Gegenstände verkaufen. Jawohl. So, Wirbelwürfel bringt 100.000. Trino-Modul, zack, weg damit, Gag-Amulett. Ey, wir werden reich. Wir haben 1,2 Millionen. Nein, wir haben jetzt 1,4. Oh, wir haben 1,4. Ja. Haben wir im Raumschiff irgendwas Tolles? Nee, ne? Nicht? Nee. Haben wir nicht. Nein. Nein, wir haben 1,4 und die meisten teuren Schiffe kosten immer 1,5. Oh, mal gucken. So eins habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Was kann der? Hallo? Was ist deren Betriebsentität? Faszinierend, ja. Mach ein Angebot, ja, mal gucken. 23 Plätze. 1,29. Hm. Hyperantrieb hat er auch. 23 Plätze gegen die 15 von unserem. Ist das schon mal ordentlich, ne? Ein Scan? Der hat kein, aber ich glaube, wir haben auch keinen Scan. 23. Die anderen waren, glaube ich, immer 25 oder 26 und hat dann 300.000 mehr gekostet. Ey, ich kaufe das jetzt. Was soll das? Jetzt sieht man, 15 Plätze gegen 23 ist einfach viel besser. Ist einfach mal viel besser. Ich weiß gar nicht, was das Maximum wäre, aber die Box hier ist auch größer. So, und jetzt akzeptieren. Kaboom, wir haben das gekauft. Einfach so. Was denn jetzt mit meinem anderen Schiff? Steht das da noch rum? Klaut er das jetzt? Nee. Ah, jetzt ist es meins. Oh ja. Und jetzt können wir, achso, endlich auch Mist rüberschieben. Hier, nee, was denn? Platin hier. Zack, rüber. Zink, rüber. Wir haben so viel Platz jetzt. Brauchen wir Titan? Nö. Rüber. Kohlenstoff. Ne, den behalten wir mal irgendwie. Den behalten wir mal lieber. Jetzt können wir wahrscheinlich sogar... Soll ich das andere auch überschieben? Nee, ne? Ist schon wieder voll. Als ob. Aber wir müssen noch... Stimmt, wir müssen es noch reparieren alles. Da müssen wir wahrscheinlich sowieso mal... unten rein. So, das ist sowieso Tamium. Genau. Hyperantrieb. Die Warpzelle müssen wir noch bauen. Und warum explodiert es hier? Was macht denn das? Bleibt der jetzt aber hier stehen? Was passiert denn, wenn jetzt ein anderer Spieler kommt und geht zu meinem Schiff? Ist gar nicht mein Schiff. Mein Schiff ist weg. Vielleicht haben wir auch einfach nur getauscht. Ne? Der hat sich jetzt mein Schiff genommen und hat sein ganzes Zeug da reingeladen. Wie auch immer er das gemacht hat. So, was können wir was machen? Korvex-Konvergenz. Reisender Atlas? Bitte, bitte. Okay. Ist aufgeregt. Sie zwitschert lebhaft und stößt ihr holographisches Datentablet auf mein Helmvisier. Okay. Sie wartet auf Bestätigung. Ein Symbol erscheint. Eine mysteriöse Diamantenform. Die rote Kugel im Zentrum wirkt wie ein niemals blinzelndes Auge. Ah ja, das ist der Atlas, ne? Der hier. Pulsiert sichtbar. Okay, sie gibt mir ein Geschenk, das mir auf einer Reise helfen soll. Ja, Ablenkungssteigerung. Der Energieschild des Raumschiffes wird verstärkt. Ja. Ja, sowas brauchen wir gegen die Piraten. Und hat sich verbessert. Ist das da mein Schiff? Nee, ne? Aber es sieht so aus. Dieses Rassmann irgendwas. Amo, interagieren. Jetzt könnte ich es... Ah ja, okay. Ah doch, das ist es, tatsächlich.
Darasama S43. Warum heißt es hier aber Amo? Das verstehe ich. Naja. Könnte sich jetzt vielleicht ein anderer holen. Aber gut. So, jetzt haben wir... Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich springen. So. Das hier können wir noch mitnehmen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal dieses Schiff reparieren. So, können wir bestimmt hiervon was benutzen? Herox. Ah. So. Mal gucken. So, hier ist... Okay, ist noch nicht voll geladen. Nee, Plutonium, ja. Wir brauchen auf jeden Fall Plutonium. Der sieht ja übel aus da unten. Haben wir die Handelsstation noch gar nicht entdeckt? Ich glaube, ich fliege jetzt einfach mal ein bisschen runter. Wie das... Oh. Flop. Okay. Ja, ist jetzt auch nicht so viel anders, ne? Ein bisschen größer einfach. So, da ist es. Wir brauchen ja wahrscheinlich auch noch mehr, denn um die Warpzelle voll zu machen. Was auch immer das denn sein wird. Müssen wir gleich mal gucken. Das waren ja irgendwie 3 Teile, die man dafür herstellen musste. Ey, was? Hau ab. Ja, ist ja gut. Geh weg. Das ist Iridium. Ja, okay. Hier ist alles voll. Raumschiff. Hier die Startdüse. Die machen wir mal voll. Und jetzt brauchen wir die Warpzelle. Was braucht man für die Warpzelle? Scheiße. Nein, man braucht die die können wir herstellen. Moment mal, Antimaterie können wir doch herstellen. Ich dachte, das ist jetzt richtig schlimm. Elektronendampf können wir auch herstellen. Suspensionsflüssigkeit können wir auch herstellen. Okay. Ja, Plutonium brauchen wir jetzt noch mehr. Jetzt müsste mal dieser Typ hier weggehen, damit wir das auch machen können. Wir wollen diese Würfel nicht haben, wir wollen Plutonium. So. Da hinten ist noch mehr. Aber was auch immer diese Würfel bedeuten sollen. Vielleicht können wir auch nochmal gegen die Wächter kämpfen. Die haben ja auch nochmal Titan auf jeden Fall drin. So, jetzt können wir es bauen. So, wir brauchen Elektronendampf. Ja, genau. Mit dem... Nein, sind wir jetzt zu weit von dem Schiff weg? Ist das so? Und jetzt näher hingehen. Iridium gibt es auch da. Ah, da können wir sowieso nochmal was mitnehmen. Wenn wir jetzt welches verbrauchen. Jetzt kommt der schon wieder an. Ey, geh weg. So. Genau, Antimaterie. Jawohl. Und jetzt die Warpzelle. Jawohl. So, ach so, jetzt. Kann ich das ja schon hier reinladen? Und... Ja. Yeah. Oh ja, so, was ist das jetzt alles? Kühlung Sigma. Photonenkanone werden erheblich... Okay. Nein. Weg damit. Phasenstrahler zerstört Raumschiff und Asteroiden. Phasenstrahler. Okay, doch, das lasse ich mal drin, falls wir wirklich wieder kämpfen müssen. Und der Ablenkungsschild Sigma. Achso, nee, das ist... Ach, das ist eine normale... Moment mal. Energieschild des Raumschiffes wird verstärkt. Aber nur um einen. Haben wir nicht noch einen besseren Schild? Wo ist... Hier sind die Schilde. Tau. Theta. Wo ist der Unterschied? Energieschild des Raumschiffes. Energieschild des Raumschiffes. Gewährt zusätzlichen Schutz vor Laserfeuer und heranfliegenden Projektilen und Zusammenstößen mit Elektronenschrott. Ja. Ist ja das Gleiche. Rezept anpinnen. Ach so. Ah, oh, das kann man jetzt machen. Da kann man sich die Sachen angucken, die man braucht. Bestimmt. Ja, oh, die Zeit vergeht trotzdem.
Ja, wo ist denn der Unterschied? Das ist beides bei plus 1. Okay, dann lasse ich das einfach, was wir jetzt schon haben. So, Heridium haben wir 100 verloren. 100 verloren, ja. Zack, zack, zack. Nehmen wir jetzt einfach 100 mit hier. Dann sollte das schon gehen. Jawohl. So. Iridium rüber. So, was... Oh, mir dann noch Zink bräuchten wir eigentlich auch, ne? Aber das haben wir nicht... Haben wir auch noch nicht gefunden als richtiges Vorkommen. So, und jetzt wollte ich eigentlich nochmal fighten und dann weitergehen. Auch nochmal ein bisschen... Ich dachte schon, da ist ein Schiff abgestürzt. Aber war gar nicht. So, hier ist auf jeden Fall noch da. Ja, okay, das ist weit weg. Ich glaube, ich nehme alle beide mit. So, wir haben den vollgeladen. Jetzt nochmal gekämpft. Ja! Yeah. Okay, welche Elite-Einheiten? Nein, nicht getroffen. Nochmal nicht getroffen. Okay, es ist... Ach, der ist hier. Okay, es ist sehr aufregend. Bam. Jawohl. Ich habe das Gefühl, hier ist... Oh, nachladen. Hier ist noch mehr als der eine. Aber anscheinend nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall Titan von dem gerade gekriegt. Hier auch nochmal. Das wäre ja wichtig, wenn wir... Ach stimmt, die haben ja auch nochmal Sachen dabei. Ja, okay, dann nehmen wir gleich noch diesen großen auch noch mit. Titan ist wichtig, wenn wir nochmal angegriffen werden. Nehmen wir das schon? Ich glaube schon. So, und zack, weg. Genau. So, wunderbar. Wie sieht es aus mit Titan? Können wir es gleich rüberschieben? Ja. Wie viel haben wir? Ach, hier. Ja, haben wir doch. Haben wir doch gut. Iridium. Ach, hier haben wir jetzt noch mehr. Weg damit. Da schieben wir jetzt das Erox rein. Machen wir das? Hier ist Eisen. Haben wir hier Eisen? Ja, da. Okay. Das und dann einfach das hier. Jetzt. Ach, stimmt. Wir müssen... Ach, es ist blöde, ey. Die sind direkt wieder so eine Typen da, ey. Meine Herren. Wir gehen jetzt weg hier. Wir gehen einfach weg. Ich habe keine Lust mehr auf den Planeten. Der ist langweilig. Hier gibt es keine Tiere. Alle wollen uns töten. Aber wir haben ein tolles Raumschiff gekauft hier. Das war auf jeden Fall sehr gut. So, und hoch hier. Wetter sieht wieder wunderbar aus. Warum ist das Weltraum? Warum ist der Weltraum eigentlich grün hier? Ist hier irgendein Nebel? Wo das so ist? Ich glaube, wir nehmen einfach Tamium mit. Jawohl. Haben wir jetzt genug schon? Nö. Oder wo steckt der das gerade rein? Steckt der das in den Raumschiff? Nee, Exo-Anzug? Wo tut denn der das hin? Jetzt haben wir es gekriegt. Oh, nochmal hier. Zack, kaputt. Alles geht kaputt. Jetzt haben wir genug. So, und jetzt machen wir uns hier vom Acker. So, und in der nächsten Folge sehen wir uns dann schon im neuen System. Also dann bis zum nächsten Mal im No Man's Sky.